Hallo Leute, wie angekündigt habe ich die ganzen Sachen, die wir nicht mehr brauchen, verkauft. Und wir machen uns jetzt auf die... Ja, erstmal vielleicht wollten wir einmal gucken, was unser Haus so macht. Aber vorher können wir vielleicht einmal gucken, ob wir vielleicht genug für... Ja, nur ein kleines, ne? Das reicht, glaube ich, nicht. Das hätte ich doch schon echt gerne. Bevor wir in den restlichen, in den Endspurt, sag ich mal, gehen. Rotes, Bedo, Winterkirsche, Puste. Ja. Ein rotes kann ich noch herstellen. Das reicht aber nicht, um noch ein großes rotes herzustellen. Dafür brauchen wir immer noch drei rote Mutagene. Das heißt, wir brauchen 9 kleine. Ja. Das ist echt schade. Dann könnte ich nämlich das hier leveln. Jetzt bekommt für mich die Schwertangriffskraft. Zeichen Intensität 3 Sekunden lang für jeden Gegner, der nach dem ersten um 30%. Duellst du zum Beispiel im Kampf gegen 11 Gegner einen Bonus von 300%. Nach dem Abklingen fällt die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität für jeden Gegner nach dem ersten um 10%. Dann könnten wir nämlich hier die gelben reinmachen. Und dann einfach noch irgendwelche 3 rote hier rein, damit wir hier nochmal die Angriffskraft nochmal auf 40% erhöhen können. Das ist ja eigentlich der Plan. Ja. Scheint noch ein bisschen zu dauern. Dafür würde uns zwar diese Fertigkeit verloren gehen. Ja, ich werde aber auch relativ häufig getroffen, muss ich ja zugeben. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so das Problem. Aber dafür fehlt halt noch ein großes rotes Muttergen. Und um irgendwelche anderen rote zu machen, brauchen wir Winterkirschen und Rubedo. Ja, und diese für Rubedo braucht man die weiße Möwe. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, woher ich die jetzt bekomme. Das sollte ich vielleicht mal nachholen. So. Barnabas Basilius. Herr, wir haben eine Weinlieferung erhalten. Vom Belgard-Weingut, vermute ich. Mit besten Grüßen von Madame Mathilda und Monsieur Liam. Ah, cool. Die Fässer sind bereits abgeladen und im Keller verstaut. Rechts vom Eingang. Vielen Dank. Ich sehe es mir an, wenn ich Zeit habe. Ausgezeichnet. Mir wurde ausgerichtet, dass wir in 5 Tagen eine weitere Lieferung erhalten. Cool. Langsam gefällt es mir hier. Ja, schauen wir mal. Gelände ist ja jetzt, glaube ich, schon praktisch fertig, ne? Das heißt nur noch Haus. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Okay, wir haben ja praktisch fast 30.000, ne? Kümmern wir uns erstmal um die Gäste. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Richtig. Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ja. Wir können die anderen Sachen auch schon mal machen. Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen gesammelt. Einige von ihnen ließen sich hier gut ausstellen. Dem stimme ich zu. Sie würden dem Ganzen hier eine gewisse Hexeratmosphäre verleihen. Soll ich neue Ständer bestellen? Ja, mach mal. Warum nicht? Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst, Herr. Nichts ist schlimmer, als eine wunderbare Rüstung auf einem unpassenden Ständer zu sehen. Morgen um diese Zeit werden sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen. Ich habe einige interessante Stücke, die ich zur Schau stellen möchte. Ich kenne eine Zimmerei in der Stadt, in der sie aus gewöhnlichem Holz die schönsten Meisterwerke schaffen. Gib mir nur Bescheid.
Gut. Machen wir mal. Bestelle die Ständer. Natürlich. Sofort. Wir können auch. Es wird höchstens einen Tag dauern, bis sie hier sind, schätze ich. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Wir können auch mal zum Großmeisterhandwerker gehen und gucken, was wir jetzt alles für Ausrüstungsgegenstände herstellen können. Ich denke darüber nach, ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, bestelle ich bei den Schreinern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. Ja, mach mal. Bonus auf Vitalität. Ach, cool. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. Dauerhaft? In meinem Alter habe ich das verdient. Oder nur... wie wahr. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Ja, da frage ich mich, ist das gibt permanent, so passiv? Etwas, das ich tun kann, Herr? Oder nur temporär, nachdem ich darin geschlafen habe? Das würde mich mal interessieren. Das sehen wir dann weißt aber später. Was? Ich habe meine Meinung geändert. Ja, okay. Ich beantworte gerne. Lass uns mal gehen. Danke. Warte einen Tag. Okay. Was wir machen können, ist schon mal hier nach oben gehen vielleicht. In unsere Truhe gucken, die hier nirgendwo ist. Wo auch immer die Truhe ist. Sollte die nicht eigentlich in unserem Schlafzimmer sein praktisch? Naja, dann gehen wir nochmal runter. Vielleicht ist sie ja hier drin. Ja, ist das unser Schlafzimmer? Ach, da oben ist das Gästezimmer, ne? Okay. So, was haben wir denn auf jeden Fall schon mal? Vipern-Silberschwert, Wolfs-Silberschwert, verbessertes Bären-Silberschwert, Vipern-Silber... Nochmal ein Vipern-Silberschwert. Meisterlich gefertigtes Greifenstahlschwert. Okay, da fehlt uns noch ein bisschen was, ne? Ich würde sagen, ich nehme die alle mal mit, diese grünen Sachen. Weil wir die ja... Ich würde schon gerne mal alle haben. Dann, das wäre nämlich cool, wenn wir jetzt alle Ausrüstungsgegenstände der Schulen herstellen und die dann hier ausstellen können. Das wäre schon echt nice. Deswegen gehe ich jetzt direkt mal zu dem Handwerker, der hier ist, dem Großmeister. Guck mal, was der so herstellen kann. Die habe ich jetzt alle mitgenommen, damit ich die nicht irgendwie doppelt mache. Und außerdem brauche ich die ja auch, um die Verbesserten herzustellen. Das ist also der Hexer, gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe genug. Und ansonsten hoffe ich, wenn nicht, dass ich bei jedem genug kaufen kann. Weil genug Geld sollten wir haben, ne? Wir haben jetzt, ja, guck mal, fast 27.000. Also, das sollte schon alles machbar sein. Sei gegrüßt. Ja. Mach mal was. Natürlich. Klar. Gibt's nur die beiden? Das ist krass. Okay, also das braucht man nicht. Handschuhe. Dann war die Bärenhandschuhe. Ja, haben wir die denn schon? Okay. Handschuhe. Welche Handschuhe haben wir schon? Verbesserte Wolfshandschuhe, Katzenhandschuhe. Überlegene Katzenhandschuhe. Wolfstiefel, Wolfshose. Oh. Wolfshose. Verbesserte Wolfshandschuhe, Wolfstiefel, Wolfsrüstung. Okay, machen wir mal die Bärenhandschuhe. So. Die Greifenhandschuhe. Ja, ja, mach jetzt einfach alle. Das haben wir auf jeden Fall. Manticore-Handschuhe. Was haben wir noch? Ipan-Handschuhe. Wolfshandschuhe haben wir doch, ne? Nicht? Okay, dann nicht. Okay. So, dann kommen die Verbesserten. Eins, zwei, drei, vier. So, was fehlt hier? Kaufen wir eben. Kaufen wir nochmal. Überlegene. Stellen wir ruhig nochmal her, die Katzensachen. Dann können wir die ausstellen.
So, verbesserte, jetzt kommen die meisterlichen, ne? Bei Manticore und Vipern gibt es ja keine verbesserten, da gibt es nur die einfachen, ne? So. Und die großmeisterlichen. Kann man das alles bei dem kaufen, so viel man will? Das wäre cool. Boah, ist doch schon echt teuer, ne? Das waren jetzt immerhin nur die Handschuhe. Ui, ui, ui. Ja, mal sehen. Vielleicht kriegen wir noch die Stiefel hin. So, für die Verbesserten, ne? Aber es ist Wolfs haben wir. Katzen- und Bärenstiefel müssen wir herstellen. Bärenstiefel. Greif? Dann mit dem Greif? Greif, ja, Greif und Katze noch, okay. Und Katzenstiefel. So, jetzt können wir die herstellen. Oh, die Vipern habe ich vergessen. Und die Manticore auch. Manticore. So, jetzt kommen die Überlegenen. Oh, ich weiß nicht, ob ich so viel Geld Gold habe, ey. Also, obwohl ich schon extra alles verkauft habe, ne? Überlegene, meisterliche. Die sind so teuer. Ah, Monsterklaue fehlt mir für die gefertigten Wolfstiefel. Shit. Hat er nicht mehr. Ach du Scheiße. Ist das teuer? Okay. Haben wir noch nicht alles geschafft. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr groß was zu verkaufen. Die ganzen Sachen, die können wir jetzt vielleicht erstmal. Obwohl, warte mal. Okay. Naja. Hat er jetzt vielleicht wieder die Zutaten? Nee, okay. Wie das? Viel Glück auf dem Weg. Mal sehen, ob wir so viel Geld zusammenbekommen, alles nochmal zu machen. Kann man auf jeden Fall jetzt schon mal. Na. Eigentlich sollte das ja dann jetzt passen, oder? Das ist ja der nächste Tag, ne? Nee, noch nicht. Dann machen wir nochmal einen ganzen Tag, dann sollte es auf jeden Fall passen. Dann können wir die Sachen schon mal ausstellen. Okay, das Gästezimmer ist immer noch nicht fertig, deswegen warte ich einfach nochmal einen Tag eben. Okay. Nur ein paar Tropfen Wein. Schon ist es besser. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr. Aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Ja, machen wir mal. Sicher, warum nicht? Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, Jahrgang 1250. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Machen wir. Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand. Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht. Auch als die Kulisse Feuer fing.
Erst als die Flammen an Baron Marivkins Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Das klingt ja so, als hätten Monsieur Bullius und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet. Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade. Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Bitte sehr. Danke. Gut, ist das damit abgeschlossen jetzt? Tatsache. Alles klar, dann lass uns mal gucken, ob wir jetzt auch die Waffen- und Rüstungsständer nutzen. Rüstungsständer. Ah, okay. Warum kann ich da nur die ausstellen? Okay. Schade. Ja, falsch. Ich habe gedacht, ich könnte hier auch die Stiefel und so machen. Hätte ich das gewusst, hätte ich zuerst die Rüstung gemacht. Die mache ich dann erstmal wieder hier rein. Stiefel behalte ich erstmal noch. Die Manticore-Handschuhe können weg. Die Pan-Handschuhe können weg. Halte ich mal zum Verkaufen. Die auch. Großmeister-Handschuhe. Handschuhe sind ja fertig. Meisterlich gefertigte. Okay, die Handschuhe werde ich nochmal verkaufen können. Verlegene Wolfstiefel. Habe ich die meisterlich gefertigten Katzen und Greif? Wir brauchen eh erstmal einiges an. Okay, Vipan-Stiefel können da bleiben. Manticore-Stiefel auch. So. Überlegene Wolfsstiefel auch. Wolfshose auch. Die können wir auch später noch brauchen. Meisterlich gefertigte Bärenstiefel auch. Okay, die können wir erstmal alle behalten. Die drei Handschuhe können wir mal verkaufen. Brauchen wir nicht mehr. Und die Silberschwerter, die können wir auch erstmal wieder wegpacken. Hiermit. Nur die Armbrust ist halt ziemlich gut, ne? Und weniger Bonus kriege ich dadurch jetzt auch nicht. Okay. So. So sieht das doch schon besser aus. So, was haben wir hier? Was hängen wir denn hier hin? Das Schild. Ah, hier kann ich auch was hinstellen. Nein, nein. Okay. Dann hier am besten noch was hin. Das sehen ja die Leute direkt, wenn sie reinkommen. Sternnacht über dem Ponta. Sieht gut aus. Hier. Der weiße Wolf. Genau. Porträt von Iris und Olgit kommt hier hin. Ja, wunderbar. Sieht doch schon mal super aus. Waffenständer. Ja, die habe ich ja noch nicht, die fertigen. Mal gucken. Ich hoffe echt, dass ich das schaffe mit dem Geld. Okay, gut. Dann lass uns mal gucken. Wir haben jetzt praktisch nur noch die Schatzsuche, die er gebackt hat. Und dies hier. Da würde ich sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Da sind ja zweimal die Hanse. Dort und hier. Und einmal... Ist das auch Hanse? Oder ist, nee, das ist eine verlassene Stätte nur, ne? Ja, das ist nur eine verlassene Stätte. Nur in Anführungsstrichen. Da würde ich sagen, machen wir uns mal hin auf den Weg. Vielleicht von hier aus.
Hätte ich mir vielleicht auch markieren können. Obwohl, hat er schon, ne? Hat er drin. Okay. Das ist ein versteckter Schatz. Da wir Geld brauchen, will ich das mal eben machen. Na, komm. Zack, zack, zack. Finde die Juwelen. Und wo? Da, okay. Dann suchen wir die Juwelen mal. Ich hoffe, das ist hier nicht wieder verbuggt. Da. Haben wir's. Schön. Rita zu Diensten. Genau, dort unten müssen wir hin. So, Vorsicht, hier rechts raus. Und dann immer den Punkten folgen. Der Zyklop. Okay. Überspringe ich mal eben. Gut. Dann würde ich sagen, was wir jetzt schon mal machen können, ist, bevor die beiden Hanse... würde ich mir in den nächsten Part mal vorknöpfen. Deswegen gehe ich jetzt schon mal zum Kämmerer. Und hole mir schon mal das Geld ab. Und dann vielleicht auch schon mal gucken, ob wir es damit schaffen, die Stiefel fertig zu kriegen. Das wäre optimal. Dann hätten wir nur noch Hose und Oberkörper. Und warum Geralt rennt, als hätte er ein Schwert in der Hand, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist echt schade, dass man jetzt bis jetzt auf jeden Fall keine aus dem Hauptstory mehr gesehen hat. Yennefer hat einen Brief geschickt, aber mehr auch nicht. Sei gegrüßt, Ritter. Nimm meinen aufrichtigen Dank, Herr, sowie diese Kompensation für deinen Aufwand. Okay. Und vielleicht können wir Artikel gewinnen. Vielleicht ein andermal. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, ja, stolzer Ritter. Mach ich. 1000 haben wir jetzt nur bekommen, oder was? Das ganze Herzogtum hat sich von der Realität verabschiedet. Eine Flasche Wein reicht für zwei Leute. Sofern einer davon keinen Wein. Dorthin. Oh, ein schöner Markt. Waren wir hier schon mal? Krass. Ist mir noch nie aufgefallen. Schneewittchen, du da mit dem exquisiten Haar. Na, Renner. Gucken wir nochmal. Sei gegrüßt. So, lass erstmal handeln. Was hast
und gucken, wie viel du mir für die Handschuhe gibst. Okay. Nein. Handwerk. Die Stiefel wollte ich mal gucken. Überlegen, ne? Dafür fehlen die Verbesserten. Habe ich die alle weg? Ich hab die alle weggemacht? Oh Mann, was ist denn jetzt los? Wiedersehen. Viel Glück auf die. Ach, tut mir leid. Einen Moment. Ich gehe nochmal kurz nach Corvo Bianco. Und gucke, ob ich da jetzt Stiefel drin habe, die ich noch brauchen könnte. Muss ich ja nochmal herstellen. Weg dich, Geralt. Du hast kein Schwert in der Hand. Wann checkst du das denn? Stiefel. Vipern, Manticore. Die brauchen wir. Die hier nicht. Aber das waren alle, ne? Ja, das waren alle. Okay. So. Wieder nach Beauclair. Ich würde sagen, so ein bisschen hatte ich ja von den anderen schon was. Weinkippen und Nummern schieben. Das ist Toussaint. Ah, Peter, Ritter. Was ist dein Wappen? Nee, ich blende aus, meine Liebe. Die Wangen. Langweilig. Sei so. Ja, stell mal was her. Würdest du natürlich. So. Großmeister noch nicht. Überlegener. Hä, habe ich die echt noch nicht? Das kann doch nicht sein. Die habe ich doch hergestellt. Großmeister Bärenstiefel, die habe ich. Die habe ich. Ach so, die Meister habe ich schon alle. Alter, wie viel Geld der dafür will. Aber für die Großmeister Wolfstiefel brauche ich keine normalen. Komisch. Monsterclown hat der eh nicht. Alter, wie viel. Alter, was ist das? Die angereicherte Demeritiumplatte, ne? Guck mal kurz. Da, dafür brauche ich angereicherte Dimeritium-Barren. Dafür brauche ich angereichertes Dimeritium-Erz. Und das kann ich herstellen. Erstmal ein bisschen was herstellen. Das reicht aber auch noch lange nicht für alle. Ach, Stiefel. Nicht genügend Münzen. Nicht genügend Münzen. Also wie viel brauche ich? Eins, eins. Doch, das reicht für alle, okay. Ne, habe ich doch. Wohl nee. Zwei habe ich davon, ne? Ja, reicht für zwei nur. Ja, wir brauchen Geld und Monsterclown, ne? Okay. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Alles klar. Und im nächsten Part, würde ich sagen, knöpfen wir uns dann mal die Hanse vor. Bis zum nächsten Mal.